Einer von Deutschlands populärsten Fernsehschauspielern ist dem Tod offenbar nur knapp von der Schippe gesprungen. Fritz Wipper berichtet von einer gerade so überstandenen Herzoperation und zeigt dabei Humor. Der Schauspieler Fritz Wipper hat nach einer weiteren, schweren Operation um sein Leben gekämpft. Der Professor sagte zu mir: "Herr Wipper, ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein harter Knochen. So eine OP überleben nur 5%, sagte der 76-Jährige der Bild. Wipper war demnach im Juni beim Golfspielen zusammengebrochen und muss operiert werden. Der Bericht spricht von einem Eingriff am Herzen. Bereits im November 2016 war der Schauspieler am Herz operiert worden. Seinen Humor scheint er aber nicht verloren zu haben. Der Brustkorb war schon wieder zugewachsen. Das dauerte etwa 3 Monate. Ich hätte mir wohl besser einen Reiß-VR-Schluss einbauen lassen", sagte er jetzt. Nach seinem Krankenhausaufenthalt und einer Reha stehe er inzwischen aber wieder für die ARD-Serie Um Himmels Willen vor der Kamera. "Jetzt ist die schon Zeit vorbei. Langsam normalisiert sich mein Alltag wieder", sagte Wipper. Quelle: n-tv.de